als unsere DFB-Elf das letzte Mal so richtig was gerissen hat, da hat mir dieses Trikot auch noch gepasst. 10 Jahre ist das jetzt schon her und jetzt wollen wir wieder genau die gleiche Stimmung im Land haben. EM ist unsere Gäste, die sind schon da. Wir checken aus, wie sind die drauf und wie ist die Stimmung so kurz vor dem Eröffnungsspiel. Sympathisch sind sie ja schon. Wir stürzen uns ins Getümmel und finden einen der berühmtesten Münchner Schotten überhaupt da, Mr. Bob Ross. Ich bin da. Es ist wie zu Hause hier. Sie sind ja auch hier zu Hause. Sie kommen aus München, Sie leben hier schon lange. Ich will jetzt mal ein bisschen genauer wissen, wie sind die Schotten so drauf? Immer gut. Besonders, weil nur als Fußballmannschaft sind wir eine Nation. Sonst sind wir Olympiade, Großbritannien, alles. Und seit Brexit sind wir eher besser drauf, wenn wir nur Fußball spielen. Jetzt stehen wir hier schon vorm Ratskeller. Ich habe gelesen, gestern haben es die Schotten zum ersten Mal geschafft, dass hier gesagt wurde, es gibt kein Bier mehr. Also ich glaube, in Sachen Alkohol und Bier, da könnten Bayern und Schotten eigentlich sehr gute Freunde werden. Ich habe es immer gesagt, die Schotten und die Bayern, die sind wie Brüder. Wir haben dasselbe, wir haben ein Königshaus gehabt, wir haben die Seen, die Berge. Nur die Nachbarn sind ein Problem. Ja, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Wir wollen wissen, wie kommt München an bei unseren Gästen und fragen jemanden, der schon viel von der Welt gesehen hat. Laura moderiert eines der größten Morgenmagazine des Vereinigten Königreichs und ist viel rumgekommen. Es ist atemberaubend, die Atmosphäre ist großartig, die Menschen sind unglaublich. Ich hoffe, es benehmen sich alle, aber wir werden auf jeden Fall Party machen. Was für eine schöne Stadt. Ich werde auf jeden Fall nochmal kommen. Das hören wir doch gern. Und damit eröffnen wir das Tippspiel. Germany 0, Scotland 7. Ja, ich hoffe doch, dass wir gewinnen und dass wir den ersten Sieg heimfahren mit 3:1. Ich glaube, wir schaffen Gleichstand. Was meint ihr, wie geht's heute Abend aus? Klassisches 6-0, wie man es erwartet. Klassisches 6-0. Früher Dosenöffner, Kai Havertz und dann läuft die Sache. Leute, da ist einfach Lothar Matthäus. Wir müssen Lothar Matthäus, Entschuldigung, Herr Matthäus, haben Sie ganz kurz Zeit für uns. Was glauben Sie, wie geht's heute Abend aus? 3:1. Für? Was ist das für eine Frage? Ja, logisch, für Deutschland. Also man kennt die Leute ja so aus dem Fernsehen, aber in echt schauen die einfach ganz anders aus. Hätte ich mir ganz anders vorgestellt in Herrn Matthäus. Ein magisches Gefühl über der ganzen Stadt. Sommermärchen, wir kommen. Dafür muss am Ende aber natürlich auch die Leistung unserer Jungs stimmen. Wir wollen sie siegen sehen. Und das hier wird heute Abend einer der zentralen Orte im Münchner Stadtgeschehen sein. Hier machen wir heute die Schotten dicht. Die Fanzone im Olympiapark. Und hier auf dieser Bühne werde unter anderem auch ich Teil des Moderatorenteams sein dürfen. Das ist eine Riesenehre, ein Riesenkindheitstraum, der auch für mich in Erfüllung geht. Vielleicht sehen wir uns ja mal hier auf dem Fanfest. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt mögen die Spiele beginnen.